Die typischen Symptome bei der Prostatavergrößerung ist, dass der Harnstrahl schwächer wird, dass der Beginn des Harnstrahls etwas verzögert ist und dass ein bisschen Urin nachträufelt. Dann kommt als nächstes, dass man das Gefühl hat, man hat die Blase nicht ganz leer bekommen. Und das Lästigste ist eigentlich, dass man nachts aufstehen muss, einmal, zweimal oder sogar häufiger. Viele Patienten sind zunächst einmal damit zufrieden, dass man ihnen sagt, so ist es halt, das ist der Alterungsprozess, dann sind sie beruhigt. Dann kommen Medikamente, der deutsche Mann nimmt da etwas Pflanzliches, von denen gar nicht bewiesen ist, ob die und wie die wirken, aber das kann man ja ruhig mal machen. Dann kommt ein, wie wir sagen, richtiges Medikament, das sind sogenannte Alpha-Blocker. Wenn die nicht mehr wirken, und das merkt man sehr schnell, binnen 14 Tagen, ob das geht oder nicht, kommen sogenannte 5-Alpha-Reduktase-Hämmer. Und wenn die auch nicht mehr wirken, dann muss der Patient sich jetzt entscheiden, lebe ich mit meinen Problemen oder lasse ich mich operieren. Die Patienten haben natürlich alle Angst vor einer Prostata-Operation, weil zwei wesentliche Dinge gefährdet sind. Das eine ist die Kontinenz, weil der Schließmuskel verletzt werden könnte, und das andere ist die Potenz. Das mit der Potenz kann ich schon mal ganz einfach ausräumen. Bei der gutartigen Prostata-Operation ist eine Störung der Potenz eigentlich ausgeschlossen. Die Inkontinenz ist durchaus ein Thema. Bei dem klassischen Operationsverfahren mit der elektrischen Schlinge operiert man auf den Schließmuskel zu, und da sind doch relativ häufig Verletzungen passiert. Mit den Laserverfahren, die wir heute benutzen, operieren wir vom Schließmuskel weg, und dadurch passieren eigentlich neu auftretende Inkontinenzprobleme sehr selten. Dabei ist es fairerweise egal, ob man ein Holmium- oder ein Thulium-Laser benutzt. Der sogenannte Greenlight-Laser hat seine Wirkung verloren, der spielt eigentlich keine Rolle mehr. Als etwas Neues kommt eine sogenannte Wasserstrahlbehandlung, mit der wir mittlerweile sehr gute Erfahrungen haben. In Deutschland sind wir da durchaus Trendsetter. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Patienten, bei denen man das nicht anwenden kann, weswegen die Patientenauswahl schwieriger ist als bei anderen. Eine offene Operation bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata sollte eigentlich heutzutage nicht mehr gemacht werden.